20. Montagsharmonie beginnt. Ich darf gleich am Anfang sagen, danke fürs Kommen für alle. Ich mag auch die Neuen recht herzlich begrüßen. Es hat jetzt leider ein bisschen länger gedauert, weil das Mikrofon erst gerade gekommen ist. Ich hoffe, das passt für alle so. Danke. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen herkommen. Montagsharmonie, die 22. Ich muss euch vorstellen, das läuft heute europaweit. Ich glaube, 120 Montagsharmonien oder Montagsdemos laufen in alle Städte. Das ist gewaltig, was da passiert. Wir stehen da, dass wir nicht demonstrieren gegen etwas, sondern wir stehen da für etwas. Wir stehen da für Frieden in allen Bereichen, in allen Themen und besonders auch für den Weltfrieden im Bereich Ukraine, Weltkriegsgefahr und so weiter. Ihr werdet heute da ganz viele Sachen hören. Jeder, was da was hört, einfach zuhören. Nicht sich denken, so ein Blödsinn, sondern einfach mal hinhören. Wir sagen mal nicht, wir sagen mal die Wahrheit, sondern wir bringen da die Gegenstimme zu einem Thema oder eine zweite Stimme zu einem Thema. Und dann kann man erkennen, wo geht es einem gut. Wenn man Stimme und Gegenstimme hört, dann kann man da erst erkennen, was ist wirklich die Wahrheit. Wir haben einen super großen Büchertisch, es ist alles kostenlos. Nehmt es alles mit, informiert euch und schaut alles durch, was wir haben. Passt ja auch, passt ja gut. Ich würde jetzt auf zwei Sachen sagen, ich habe in letzter Zeit sehr viel nachgedacht, über sehr viele Dinge, ich denke immer über sehr viele Dinge nach, das ist mir sehr wichtig, weil wir da so viele Sachen machen, da muss man einfach oft die Dinge sehr gut durchdenken, bevor man irgendeine Schritte macht. Und in letzter Zeit sind mir sehr viele Dinge in den Kopf gekommen, das werde ich jetzt einfach sagen, wenn ihr das wollt. Also bei mir, wenn ich jetzt das braucht man nicht mitschneiden, aber immer einfach gedacht, wir machen mal die Montagsharmonie, was total super ist, was ich voll unterstütze. Aber ich habe einfach so das einfach mal ganz nüchtern betrachtet, die ganze Weltsituation, die ganze Kriegssituation, die ganze Zensur und alles, was läuft. Und haben wir dann gedacht, so Markus, jetzt bist du einfach mal ganz nüchtern, jetzt betrachtest die Lage einmal, wie ist es und was macht man in so einer Situation. Ich habe dann gedacht, aber wenn wir jetzt da stehen, und das ist wichtig und super, darf man das nicht ausschalten. Wie schaut es wirklich aus auf der Welt? Es herrscht ein Krieg, es herrscht eine totale Zensur, es herrscht ganz viele Dinge, wo es ganz viele extreme Entwicklungen sind. Und da bin ich hergegangen und habe zwei Sachen gemacht. Die erste Sache war die, dass ich einen Vorrat gemacht habe. Das kann jeder für sich selber entscheiden, wo ich Lebensmittel habe. Und das habe ich einfach gemerkt, das ist wichtig, auch wenn man da steht und weiß, dass wir was verändern wollen. Aber einfach mal ganz klar, bevor irgendwas ist, dass man einfach einen Vorrat. Und das Zweite, was ich mal gedacht habe, was ist, wenn wirklich alles einmal von heute auf morgen auseinanderbricht? Ich habe Bekannte in der Ukraine, da war das so, von heute auf morgen ist alles drunter und drüber gegangen und dann haben sie sich nicht einmal mehr dürfen versammeln. Die dürfen sich nicht mehr so wie wir da zusammentreffen. Und da geht es nur mehr noch über ein Netzwerk. Und das ist das Einzige, was da haltet. Und deswegen bin ich hergegangen und habe mir gedacht, ich kriege immer die S&G, die Stimme und Gegenstimme. Mir taugt die Zeitung so irrsinnig. Und da passiert so viel in dem Bereich. Da habe ich mir gedacht, ich will das halt in Klagenfurt machen und mache da ein großes Treffen, wo jeder kommen kann, sich einmal informieren will, was machen wir da, was passiert da. Sie informieren, komm, was ist die Stimme und Gegenstimme und da wirklich haben wir von Hand zu Hand ein Netzwerk aufbauen für alle Fälle, wo man das weitergeben kann. Das ist das, was ich einfach wirklich von ganzem Herzen machen will. Das ist kein Leben, also Konkurrenz aus der Montagsdemo, sondern einfach aus dem Grund, ganz nüchtern betrachtet, wie die Weltsituation ist und so weiter, dass man da ganz nüchtern ist und nebenbei braucht es die Montagsdemo und alles natürlich voll wichtig, dass man aufsteht, dass man es dagegen unternimmt. Auch für mich ist es wichtig, dass man alles Bades macht, dass man abgedeckt ist in allen Bereichen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und genau. Und da ist jeder eingeladen. Das ist am 23. Oktober beim Rockerhof um 19 Uhr. Ich gebe nächste Woche am Montag und die Woche schicke ich euch Einladungen aus. Da kann jeder gern kommen. Einfach mal schauen, was man da so macht. Wie ist das mit Stimme und Gegenstimme? Das ist ganz super. Mich begeistert das immer voll. Da kann jeder gern kommen. Was ich mir noch gedacht habe, was sehr wichtig ist, jeder macht so viele Themen und mir ist es so wichtig, dass jeder sein Thema einfach hundertprozentig macht. Das ist so wichtig, egal wo es muss nicht jeder das und das machen, sondern das Thema, wo er dran ist, das jeder hundertprozentig macht, dann haben wir gemeinsam, kriegen wir was weiter
Und können wir uns dort treffen bei der Montagsdemo und jeder bringt sich ein, wie er sich einbringen kann. Und auch wenn jemand einmal einen Durchhänger hat, oder was das ist, macht alles gar nichts. Hauptsache man bleibt dran bis zum Schluss einfach und macht das gemeinsam. Also nochmal, am 23. Oktober ist die SG-Netzwerktreffen beim Rockhof. Da kann jeder gerne kommen, der was einfach sich etwas einmal anschauen will. Und ich übergebe jetzt gleich in Malta. Er wird auch zu einem Thema was reden. Und jeder hat selbst die Verantwortung, was da draußen steht, zu dem, was er redet. Und jeder kann wirklich das reden, was er gern mag, zu jedem Thema. Danke. Schmerzt es, dass wenn man mit Menschen spricht, sagen sie, aber das betrifft mich auch gar nicht. Lassen Sie mich das damit in Ruhe. Dabei ist aber eines klar, dass jedes Problem jeden Menschen alle betrifft. Und dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die ein Bauer geschrieben hat. Die Mausefalle. Eine kleine Maus im Stall sieht, wie der Bauer Mausefallen überall aufstellt. Die Maus ist entsetzt und erschrocken. Und sofort beschließt sie, alle Tiere zu warnen. Als erstes begegnet sie das Huhn. Was willst denn du, sagt das Huhn. Das betrifft mich doch gar nicht. Na, dann geht es weiter zum Schaf. Das Schaf sagt, naja, ich fühle ja mit dir. Ich werde halt am Abend heute für dich beten. Na, und dann kommt sie und denkt sich, aber die Kuh wird mich vielleicht verstehen. Aber die Kuh wird mich vielleicht verstehen. Und die Kuh, sie kommt zur Kuh, sagt sie, du, ich habe ein Problem, sagt die Kuh. Was hast du denn für ein Problem? Naja, der Bauer stellt überall Mausefallen auf. Was betrifft denn das mich? Ja, doch mit der Mausefalle gar nichts zu tun. Mich kann doch keine Mausefalle schrecken. Lass mich doch in Ruhe. Naja, und so geht die Maus halt zurück in ihr Mausloch, in die letzte Ecke und verschlüpft sich dort und kann die ganze Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag, in der Früh, ein Gepolter in der Küche. Ein Gepolter. Die Mausefalle ist zugeschnappt. Die Bäuerin kommt in die Küche und es war finster und sie erwischt das Licht zu spät und auf einmal macht sie einen Schrei, die Bäuerin. Was war passiert? In der Mausefalle hat sich eine Schlange gefangen. Sofort, sie schreit um Hilfe, der Bauer kommt gerannt und sieht, dass die Frau ganz schlecht beisammen ist vom Gift der Schlange und fährt sofort mit ihr ins Krankenhaus. Und mit Mühe und Not ist die Frau dann doch wieder gesund geworden. Sie war lange im Krankenhaus. Das Gift der Kräuter ist nicht so ohne gewesen, weil sie eine Blutvergiftung hatte. Also wie sie wieder nach Hause kommen soll, macht der Bauer eine kräftige Suppe für sie und da schlachtet er das Huhn. Und dann ladet er alle Nachbarn ein aus Freude, dass die Frau wieder gesund zu Hause ist. Und da wird ein großes Fest veranstaltet und da tut halt der Bauer das Schaf schlachten und wird ein Schaf am Spieß gebraten. Zum Schluss kommt die Krankenhausrechnung und die ist, weil die Frau sehr lange im Spital war, so hoch, dass auch der Bauer die Kuh verkaufen muss. Ja, da denkt die kleine Maus, siehst du, ein Problem betrifft uns alle. Ein Problem, das einer hat, kann allen das Leben kosten.
Und so ist es auch. Das geht mich nichts an. Aber jetzt gehe ich, was uns was angeht. Wissen Sie, dass Kriegsmaterial durch Österreich transportiert wird? Von der Adria, von ich weiß nicht, ob von Triest oder von irgendwo, der Ecke oder Fiume ist nicht gleich. Jedenfalls kommen dort Schiffsladungen an und Kriegsmaterial, Panzer, rollen durch Österreich auf Güterwaggon, nicht auf der Straße, auf Güterwaggon. Alle Bezeichnungen sind abgebiegt, abgeklebt, kein Hoheitsabzeichen, gar nichts. Nur eines hat man herausgefunden, dass diese Panzerwaggon, auf Güterwaggon, die Panzer weiter transportiert werden, weiterrollen. Und zwar nach Ungarn, nach Polen und bis wohin noch? Na, was glauben Sie? Na, wahrscheinlich in die Ukraine. Ja, und glauben Sie, dass die umsonst dorthin rollen? Da ist doch irgendwas geplant. Und die Waffenerzeuger, die machen jetzt das große Geschäft. Die ganze ISA-Geschichte ist doch auch angezettelt, damit wieder Waffen mehr gebraucht werden und Waffen verkauft werden. Und diese Waffen, wer macht denn die Waffen, bitte? Wer macht Waffen? In Amerika und in Deutschland werden sie erzeugt. Und da wird verdient daran. Und viel Geld wird daran verdient. Und da müssen viele Menschen wieder ins Gras beißen. Kinder, Jugend, alte Menschen werden umgebracht. Bomben fallen wieder, Flugzeuge werden gebaut und bombardiert. Das ist es. Und die Waffenindustrie ist die bestverdienendste Industrie der Welt. Und das betrifft uns alle. Ein Problem betrifft uns alle. Und jetzt frage ich Sie, wer stellt sich hin und sagt, hier gehen keine Waffentransporte durch Österreich? Wer stellt sich hin und sagt, Schluss, wir lassen das nicht zu? Die Atomgegner, die haben sich in Gorleben und so weiter hingesetzt auf die Schienen, damit die nicht weiter der Castor-Transport nicht durchgegangen ist. Und in Österreich, da lasst man die Waffen durch unser Land. Aber ich sage Ihnen was, diese Waffen werden letzten Endes auch uns einmal gefährlich werden. Denn der Dritte Weltkrieg ist programmiert. Der ist programmiert, leider. Und der wird geschürt und geschürt. Und dauernd hört man davon. Und hohe Militärs in Russland reden davon, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen hat. NATO-Manöver macht man, natürlich, um zu provozieren. Also hier ist Kriegstreiberei im höchsten Grad vorhanden und wird gemacht. Und die Presse schweigt, die sagt nichts, gar nichts. Sie hören wenig in der Zeitung. Sicher gibt es schon Zeitungen, die S&G zum Beispiel, die Stimme und Gegenstimme, die schreibt darüber. Und das kann man auch dort immer nachlesen, was sich so alles tut. Und die ISA, das ist doch auch nur eine Provokation, damit wieder Kriegsmaterial verkauft wird. Wer liefert denn die Waffen für die ISA? Wer denn? Wer denn? Das macht hier nicht eine Firma Mauser oder Glock in Österreich. Das sind andere, die eine Menge Waffen da hinunter liefern. Und hier wird verdient. Da gibt es viel Geld zu verdienen mit Waffen. Und Menschen werden getötet. Menschen müssen sterben. Junge, alte, Kinder. Und darum bin ich für die Friedensbewegung, dass man publik macht, wer die eigentlichen Verbrecher auf dieser Welt sind. Und das ist das amerikanische Großkapital und die mit ihnen verbunden sind, meine Damen und Herren. Und diese Namen sind auch bekannt. Rothschild, Rockefeller, Morgan, Schiff, Warburg, Carnegie und wie sie alle heißen, die federalen Surfbesitzer, die sind es. Und die haben auch die ganze Schuldenpolitik in der Welt inszeniert. Denn nur ein verschuldetes Land ist für diese Leute ein gutes Land, weil da kann man verdienen an den Schulden, weil man die Papiere herleiht, weil der Dollar hat ja keinen Gegenwert. Die Golddeckung ist ja weg. Im Fort Knox liegt ein bisschen Gold da unten. Ja, aber das nutzt uns ja gar nicht. Der Gegenwert ist ja nicht da. Nicht? Denn dieses Geld hat keinen Wert,
ich kann kein Geld, weil ihm der Gegenwert fehlt. Der Gegenwert des Geldes ist die Kaufkraft, was ich um das Geld bekomme. Dumm. Geld regiert die Welt, aber wer regiert das Geld? Lassen wir uns von denen, die das Geld regieren? Nein. Die neue Welt braucht kein Geld. Unsere Arbeit zählt mehr als Geld. Solidarität ist mehr wert als Geld. Danke. Ja, von meiner Seite hallo, grüß Gott. Zur 22. Montagssammlung in Klagenfurt. Es freut mich, dass ihr alle da seid und euch informieren wollt. Herr Walter hat schon gesagt, das sind Vorgänge, die da über dem Teich zu uns kommen, die wir, glaube ich, alle nicht gut heißen. Und wir haben in Kärnten ja vor kurzem diesen Aktionstag gehabt gegen TTIP, TISA und CETA. Da war ich auch dabei, habe mir das 1,5 Stunden lang angeschaut. Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass die Menschen wirklich unzufrieden sind. Sie möchten nicht hintergangen werden, sie möchten diese Freihandelsverträge nicht unterstützen. Es waren auch etliche da, hier auf dem alten Platz, genau an dieser Stelle, die da auch mit der Unterschrift diese Freihandelsabkommen abblocken möchten. Aber wir haben jetzt ein großes Problem. Wir haben ja nicht nur das Parlament in Österreich, wir haben auch das EU-Parlament zu überwinden. Und ich hoffe inständig, dass diese Knebelverträge niemals zustande kommen werden, auch wenn CETA nach 5 Jahren Verhandlungen der Freihandel mit Kanada ja schon bereits beschlossene Sache ist. Das ist alles hinter verschlossenen Türen passiert und das EU-Parlament möchte sich da überhaupt nicht scheren, was das Volk will. Dem muss man entgegentreten und man muss der Politik auf die Zehen steigen, immer wieder. Es ist so. Danke jedem Einzelnen, der sich die Zeit genommen hat, auch diese Unterschrift zu leisten. Denn man darf eines nicht vergessen. Diese Knebelverträge sind nicht nur schädlich für uns, die sind auch schädlich für unsere Nachkommen, für unsere Kinder und Kindeskinder. Bitte vergessen wir nicht unsere Kinder. Und da passt das gut herein, was der Walter gesagt hat. Das geht mich alles nichts an. Das geht uns alle was an. Heute möchte ich mein zweites Wochenpanorama zum Besten geben. Sowohl regionale als auch internationale Dinge ansprechen. Und ich beginne vielleicht einmal international. Es hat sich ein bisschen anscheinend, also die Krisengebiete haben sich anscheinend wieder ein bisschen verschoben. Und zwar gibt es in Hongkong, wie ja jeder weiß und schon gelesen hat, diese Unruhen, weil dort auch die Menschen auf die Straße gehen. Und das ist eigentlich dasselbe Prinzip, das man in Europa oder anderswo hat. Da gehen Menschen auf die Straße, weil sie unzufrieden sind. Und ein führender Kopf der Menschen, die hier auf die Straße gehen, ist Joshua Wong, der ist 17 Jahre alt, Studentenführer. Ja, und was wollen die Hongkonger eigentlich? Sie wollen, wie viele andere Menschen auf der Welt, unabhängig sein. Sie möchten selbst entscheiden können, was für sie gut ist und sich nicht fremdbestimmen lassen. Das möchte die Regierung in Peking aber überhaupt nicht zulassen. Denn die Regierung in Peking hat natürlich Angst. Warum hat sie Angst? Menschen, die sich verbinden, die können zur Gefahr werden. Das heißt, der Kontrollverlust über diese Menschen steht im Raum. Und da kann ich natürlich die Gedanken nachvollziehen, die die Pekinger Regierung hat. Und man sieht ja ein großes Polizeiaufkommen. Gerade heute sind die Nachrichten gekommen, dass die Menschen dort teilweise auch vertrieben werden schon, dass ihre Barrikaden abgebaut werden, dass es einfach nicht sein darf, dass sich Menschen zusammenfinden, friedlich wohlgemerkt. Und da denken viele wieder an frühere Zeiten zurück. Es wird jeder die Geschichte noch im Kopf haben vom Tiananmenplatz, wo es wirklich dann so war, dass die Menschen dort mit Gewalt vertrieben wurden, auseinander
getrieben worden. Und das steht auch hier zu befürchten in Hongkong. Ja, warum sind die Mahnwachen entstanden? Ich habe es schon ein paar Mal erklärt. Die Mahnwachen sind eigentlich entstanden in Deutschland, weil sie Lars Merholz mehr oder weniger ins Leben gerufen hat. Und der ausschlaggebende Punkt damals war die Ukraine-Krise. Und der Walter hat mir schon eine schöne Einleitung gegeben, als er gesagt hat, ja, wo sind eigentlich die Kriegstreiber vermehrt? Ich bin auch der Meinung, dass hier viel über den Teich kommt aus den USA. Und ich sage nicht das amerikanische Volk, das muss man immer dazu sagen, sondern die Administration aus den USA. Also die Obama-Regierung und alle jene, die Interesse haben und an diesem Krieg verdienen. Auf der anderen Seite haben wir Wladimir Putin. Da muss man ja auch immer aufpassen, was man sagt. Ich probiere es halt trotzdem einmal. Wladimir Putin hat am 7. Oktober seinen Geburtstag gefeiert. Vostim Stum Radunje heißt es auf Russisch. Alles Gute zum Geburtstag. Lieber Herr Putin, ich würde uns allen alles Gute wünschen, nämlich für den richtigen Schritt oder die richtigen Schritte weiterhin zum Frieden. Sie haben 19.000 Soldaten zurückbeordert von der Grenze zur Ukraine. Ich glaube, das ist ein tolles Zeichen. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Zeichen Ihrerseits ist, dass Sie setzen, um einen Frieden dort möglich zu machen. Ich sehe leider von der anderen Seite, sprich von der USA, keine solchen Bemühungen. Im Gegenteil. Und da habe ich einen Bericht gelesen, da hat der Vizepräsident der USA, Joseph Biden, gemeint, im JFK-Forum der Harvard-Universität, sprichwörtlich hat er das gesagt vor Journalisten, ISIS ist gleich USA, das heißt, die USA ist eng verbunden mit der ISIS. Warum? Weil es Waffenlieferungen dorthin gibt. Und zum Schein fliegen die Amerikaner dort drüber und bombardieren alles nieder. Ohne Rücksicht auf Verluste. Es sind dort sehr viele Menschen betroffen, die mit diesem Krieg gar nichts zu tun haben. Zivilisten. Und die müssen wieder herhalten für die Politik der Obama-Regierung. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Das ist nicht nur ein Fehler, sondern das ist menschenverachtend, was da passiert. Und es ist nicht der einzige Politiker, der diesem Beispiel folgt. Wir haben jetzt die Unruhen, die neu aufgeflammten Unruhen der Kurden, die es nicht verstehen können, damit sie ihren Landsleuten nicht helfen dürfen. Und da nenne ich einen Namen, Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, der genau nach diesem Schema arbeitet. Er lässt Panzer auffahren und sieht zu, wie die Kurden getötet werden von der IS. Ich glaube, das ist ihm ganz recht, weil die Kurden und die Türken haben noch nie gut miteinander gekonnt. Und wenn man sich das einmal ins Bewusstsein bringt, soll sich bitte auch jeder ein Bild darüber machen und sich zu informieren. Und auch hier gilt wieder, die Medien schweigen beharrlich. Es gibt kaum Berichte darüber, was da wirklich im Hintergrund abläuft. Ja, und nicht nur die ISIS bekommt Waffen zuhauf, die übrigens über Klientelländer geliefert werden, das ist vielleicht auch interessant zu wissen, und viele werden es auch schon wissen, welche Länder das sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, eben auch die Türkei und ganz interessant, der Katar. Ja, und was ist noch interessant am Katar? Dieses Land beherbergt Luftwaffenbasen. Eine ganz große heißt Al-Udaid. Die gehört den Amerikanern. Schon interessant. Im Katar befindet sich auch das Hauptquartier für US-Luftoperationen im Syrienkrieg. Und das Operationszentrum
des Luftkrieges in Syrien. Alles in Katar. Das ist schon sehr komisch. Das ist kein Zufall, glaube ich. Weiters unterstützt der Katar die US Air Force und sammelt nebenbei, und das ist das perfide, Geld für Al-Qaida-Kämpfer. Ganz interessant. Das zeigt uns wieder den Imperialismus der Vereinigten Staaten, und ich sage es noch einmal dazu, nicht den Imperialismus des Volkes der Vereinigten Staaten, sondern der Administration der USA. Ja, wenn man sich das so anschaut, dann ist, glaube ich, ganz gut, wenn man einmal was Positives hört. Deswegen komme ich zur Regionalität zurück. Wir hatten am 10. Oktober, am Landesfeiertag, die Eröffnung des Kostnix-Ladens hier in Klagenfurt mit einem kleinen Fest. Ich bedanke mich bei allen, die da mitgeholfen haben, dem Team vom Kostnix-Laden, dem Team von Team Together, die das Buffet gestellt haben. Und das hat mir ganz deutlich gezeigt, wie fein es doch ist und wie schön es ist, wenn sich Menschen verschiedener Nationalität, verschiedenen Glaubens in einer Begegnungszone treffen, mitten auf der Straße. Wir hatten einen Bücherbazar, wir hatten eben dieses tolle Buffet, alles kostenlos. Und das Beste dabei ist, in diesen Laden kann man hineingehen, nicht um einzukaufen, sondern man kann die Dinge dort einfach, die einen gefallen, mitnehmen, ohne Gegenleistung. Das ist ein ganz ein tolles Projekt. Und das hier in Klagenfurt, ich glaube, das ist etwas für euch, weil es eben ein regionales Projekt ist, etwas Greifbares. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass es da hier um die Ecke, ein paar Straßen weiter, dieses Geschäft gibt. Wir von der Mahnwache sind auch eingeladen worden, teilzunehmen am nächsten Montag. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon etwas gehört hat von der Zivilplattform, von der Plattform Zivilgesellschaft Kärnten. Da gibt es sehr viele Menschen, die eigentlich nur eines im Sinn haben, eine Vernetzung und einen Schulterschluss von solchen Projekten. Es sollen vor allem Lösungen erarbeitet werden. Ich glaube, jeder möchte auch einmal Lösungen sehen, die durchführbar sind und nicht nur Menschen, die über irgendetwas schimpfen und kritisieren. Und das gefällt mir auch ganz gut. Und da möchte ich gerne entweder selbst dabei sein oder zumindest eine kleine Abordnung hinschicken hier von der Montagsharmonie in Klagenfurt, um das wirklich genau anzuschauen und auch eine Vernetzung zustande zu bringen, dass Menschen hierher kommen und ihre Projekte hier in Kärnten oder in Klagenfurt vorstellen können. Denn auch da sind die Medien ein bisschen schwach, obwohl ich muss ein Dankeswort richten an Stefan Schild von der Kleinen Zeitung für den Bericht der Montagsharmonie in der Kleinen Zeitung. Die Kleine Zeitung war auch vor Ort, wie der Kostnix-Laden eröffnet hat. Und das finde ich toll, dass es auch noch solche Journalisten gibt, die sich für solche Dinge interessieren, die es wert finden, über diese kleinen regionalen Projekte zu berichten, weil die großen Leitmedien tun es eigentlich nicht. Und das finde ich ganz schade. Denn es kann ein Projekt nur so gut sein, wie es unter die Menschen kommt. Das heißt, wenn es die Menschen nicht wissen, wie sollen sie dann dorthin kommen oder von wo sollen sie es erfahren? Und deswegen ist auch die Vernetzung untereinander ganz wichtig. Wir haben auch Infomaterial mit. Bitte nehmt euch das mit. Wer es möchte, dem kann ich auch gern die Öffnungszeiten eben vom Kostnix-Laden aufschreiben. Ja, und zu den Terminen hier in Klagenfurt ab 23. Oktober gibt es ein Event, der heißt Dance Ability, der wird dann jeden zweiten Donnerstag stattfinden. Das ist ein Dance-Event für jedermann, und zwar für alle Menschen, die gerne tanzen, und auch für Menschen mit Beeinträchtigung. Finde ich auch eine tolle Sache. Und das Ganze findet statt in Weidmannsdorf in Siebenhügel, und zwar in der Pfarre St. Josef. Und
Das wird von der österreichischen Hochschülerschaft gemacht. Also die Jugend hilft auch kräftig mit, dass es hier Alternativen gibt für Menschen, die einfach gerne mit Menschen zusammen sind. Und in diesem Fall ist es eben das Tanzen. Ein paar Termine noch, damit auch noch einige Sprecher drankommen. Zum Abschluss, 20. Oktober, wie gesagt, die Plattform Zivilgesellschaft Kärnten. Wir werden natürlich dann einen Bericht machen darüber, was dabei herausgekommen ist, welche Fragen ganz genau erörtert werden. Da geht es um Nachhaltigkeit, was Ressourcen betrifft. Da geht es wirklich um das Bundesland Kärnten und um die Region, was wir hier gemeinsam verändern können, im Kleinen wie im Großen, finde ich eine ganz tolle Idee. Am 25. Oktober gibt es dann das Electronic Fallout im Volkshaus für all jene, die Musik interessiert sind, ab 21 Uhr abends. Dann, wie gesagt, am 23. Oktober das Danceability in St. Josef in Weidmannsdorf und am 31. Oktober wieder im Volkshaus. Da gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich Weltspartags Halloween. Ist vielleicht alles auch interessant für Kinder und Familien. Die genaue Uhrzeit habe ich leider noch nicht, die werde ich nachreichen. Ja, und noch etwas Positives aus der Stadt Villach. Da wurden um 200.000 Euro in den letzten Monaten Spielplätze gebaut und erneuert. Das würde ich mir in diesem Umfang auch für Klagenfurt wünschen. Also wieder eine Bitte an die Stadtpolitik, obwohl ich eigentlich die Politik um nichts bitten möchte. Aber das ist ganz wichtig, dass wir für die Jugend eine Begegnungszone haben. Sowohl für Kleinst- und Kleinkinder als auch für unsere Jugendlichen. Was ist mit dem Jugendzentrum in der Stadt passiert? Warum ist das verschwunden? Warum vertreibt man die Jugend aus der Stadt? Das verstehe ich nicht. Da muss etwas passieren, dass die Jugend wieder den Eindruck hat, dazu zu gehören. Und deswegen mein Appell auch an die Politik, bitte helft auch ihr mit, dass es möglich ist, dass sich die Jugend nicht ausgestoßen fühlt. Das Gleiche gilt für Senioren und Behinderte. Es gibt viel zu wenig attraktive Möglichkeiten für diese Menschen hier in Klagenfurt. Ich sage es ganz ehrlich. Ich bitte jetzt den nächsten Sprecher her, damit wir auch wieder eine Gegenstimme haben. Vielleicht sage ich nachher noch ein paar Worte. Dankeschön. Also ich möchte jetzt eigentlich einmal als erstes sagen, dass ich es echt großartig finde, dass da noch immer ein harter Kern einfach durchhaltet. Und auf der anderen Seite, dass ich es trotzdem nach wie vor nicht verstehe, dass wir noch immer so wenig sind. Was ist da los? Glauben wirklich alle Leute, dass sie nicht betroffen sind von der aktuellen Situation? Allein wenn man sich durchrechnet, das Zinssystem, das würde bedeuten, dass man aufgebaut auf unseren jetzigen aktuellen Stand in 25 Jahren doppelt so viel arbeiten müssen, doppelt so viel konsumieren müssen. Und ich denke, jeder, der ein bisschen Ahnung von Mathematik hat, der kann sich auswählen, dass sich das nicht mehr ausgehen wird. Und deswegen verstehe ich nicht, dass wir da so wenig sind, aber eigentlich ist es falsch, die, was nicht da sind, mit denen, was da sind, zu schimpfen, sondern eigentlich bin ich echt voll beeindruckt von allen, die jetzt da sind und das durchziehen bis zum bitteren Ende. Also Burschen, wir schaffen es, wir gehen mal nicht weg, bevor sich die Situation grundlegend geändert hat. Ja, eigentlich bin ich jetzt so unverhofft zu diesem Redeglück gekommen, dass ich eh schon wieder am Ende bin. Also danke Burschen, durchhalten, jetzt kommt der Winter und ich hoffe, dass endlich einmal Leute einsehen. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass möglicherweise für die Masse der Leute muss der Leidensdruck erst noch größer werden, bevor sie kapieren, dass das ein System ist, nämlich namentlich das Zinssystem mit der Exponentialfunktion, das sich einfach nicht ausgeht. Wir haben schon eigentlich laut einigen Prognosen 2008
den Punkt überschritten, wo mehr Dienstleistung zu erbringen ist, als das Welt-BIP, also das Weltprodukt, das heißt, was da auf der ganzen Welt produziert wird, dass das 2008 schon überschritten worden ist. Deswegen wird es einen Crash geben und alles, was jetzt gemacht wird, ist nur, dass die Fallhöhe noch vergrößert wird. Das heißt, wenn es jetzt einen Crash gibt, wird die Situation, in der wir dann enden, immer schlimmer. Aber warum ich da bin, ist der Grund, weil wenn man sich jetzt mit so klugen Leuten wie da herum sind, vernetzt, dann hat man dann einfach ein Netz an Menschen, deren auffangen. In einer Gruppe, denke halt ich, ist eine Situation leichter zu ertragen, wenn zum Beispiel jetzt wirklich das Finanzsystem crasht, dann gehen wir davon aus, dass es 3 Monate nicht leicht sein wird, irgendwie zu einer Neuerung zu kommen oder irgendwie welche Dinge. Und wenn man jetzt in einem Netzwerk ist, also da herkommt, dann baut man sich somit eine Struktur auf, wo man sehr wohl etwas bewirken kann oder solche Dinge abfangen kann. Deswegen bin ich da und nochmal gratuliere in allen, die ich bis jetzt durchgehalten habe, weil ich bin halt hergekommen und eigentlich sieht man, man kommt zuerst, der erste Gedanke war, eigentlich ist es ein jämmerliches Häufchen, aber der zweite Gedanke war, es war wie die, wie hat der Film geheißen, die unglaublichen 300, die gegen die 100.000 bestanden haben und einfach den Kampf gewonnen haben. Und so sehe ich uns und deswegen nicht aufgeben. Wir werden natürlich, oder alle, bitte alle, die schon einmal da waren, wieder zu kommen, die jetzt nicht kommen. Natürlich verstehe ich alle, die nicht ständig die Möglichkeit haben, herzukommen. Natürlich, wenn man einen Job hat, am Abend müde ist, kann man jeden verstehen. Aber bitte kommt wenigstens in einer Regelmäßigkeit, wenn es jetzt alle 2 Wochen ist. Wir dürfen das nicht aufgeben. Ich finde, das ist ein super Fangnetz und die Situation wird kommen. Vielleicht gibt es jetzt Leute, die belächeln das, aber jeder, der ein bisschen was, wie soll man sagen, der ein bisschen über den Tellerrand ausschaut, das ist todsicher, dass das nicht so weitergehen kann. Es kann nicht weitergehen. Wie wollen wir in 25 Jahren, oder ist es überhaupt in 25 Jahren, dass wir viermal so viel produzieren? Ist egal, wenn wir doppelt so viel, wie soll man doppelt so viel Autos produzieren? Jetzt sind schon die ganzen Parks, die Autoparkplätze bei den großen Werken, Audi, BMW, die sind voll. Die produzieren nur mehr für die Aktien. Die produzieren nicht mehr, weil sie gebraucht werden. Und wenn jetzt das doppelt so viel ist, wo soll das hinführen? Doppelt so viel konsumieren, doppelt so viel nutzloses Klump, wo soll das alles hin? Wo soll man das aus der Erde entnehmen? Und trotzdem sind wir da, weiß ich nicht, wie viel sind wir heute? 20, die das checken, dann interessiert das anscheinend nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Aber es ist der falsche Zusatz. Ich finde es super für alle die Leute, die das gecheckt haben und echt da herkommen. Und mit ihrer Person dafür stehen, dass es höchste Eisenbahn ist, etwas zu ändern. Ein möglicher Schritt wäre zum Beispiel das fließende Geld und das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt schon super Ideen und es gibt nicht nur eine wahre Idee, es gibt auch noch Franz Hörmann, eben dieses Infomann. Es gibt so schöne Modelle, die wirklich menschenfreundlich sind, wo zum Beispiel eine Mutter nicht muss ihr Kind mit 2 in eine Kinderkrippe gehen, weil sie muss Geld verdienen, damit sie sich und das Kind ernähren kann. Oder wenn es noch das Glück gibt, dass eine Familie weiter besteht, dass nicht muss Vater, Mutter arbeiten gehen, damit sie überhaupt ihre Existenz plus Kind erhalten können, sondern ein Modell mit bedingungslosem Grundeinkommen, dann wäre jedes Kind ein Geschenk. Dann könnte die Mutter vielleicht ihren Auftrag, wenn sie es will natürlich, das Schöne ist, das wäre völlig frei, wäre klappt. Er muss Karriere machen, die Frau, die soll natürlich arbeiten gehen. Aber die Mütter, und die kennen aus meinem Bekanntenkreis einige, die würden liebend gern, bis das Kind 10 Jahre alt ist, bei einem Kind daheim bleibt. Und ich habe auch das Glück gehabt, schon einen Sohnemann geschenkt bekommen zu haben. Und ich hätte mir gewünscht, einmal ein Jahr mit meinem Sohn zu tun, was uns gefällt. Aber man muss immer arbeiten, am Abend ist man müde, das Kind kriegt dann die Frustration ab. Natürlich ist das nicht jetzt meine Situation, sondern ich gebe nur wieder, manchmal ist es auch natürlich meine Situation. Und wir stehen nur ein Gesetz davon entfernt, das Modell umzusetzen. Wir bräuchten wirklich nur einen Gesetzesakt ändern, und zwar ist das das Zinseszinssystem. Mit gleichzeitiger Einführung von bedingungslosen Grundeinkommen. Und wir würden diese Welt, wo scheinbar glückliche Sklaven herumlaufen, die glauben, sie sind glücklich, aber in Wirklichkeit sind wir alle Sklaven der Banken, mit einer kleinen Änderung, wenn wir das ändern, dass wir wirklich im Paradies leben,
Wer Lust hat, sich selbst einmal als Künstler auszuprobieren, der kennt, sagen, okay, ich möchte heute mal schauen, wie es mit meiner Sangeskarriere steht und hat keine Existenzängste. Es gibt auch ganz viele bildende Künstler, die in sich den Drang spüren, etwas, weiß ich nicht, aus einem Stahl auszuhauen oder ein Bild zu malen. Und in unserem bescheuerten System, sage ich mal, hat man die Möglichkeit einfach nicht. Weil man ist im Spinnennetz der Banken gefangen. Es ist so, dort, wo man am meisten Geld braucht, verdient man am wenigsten. Und dann kommen sie groß mit den Krediten. Und wenn man in dem System einmal drin ist, dann ist es wirklich schwer, auszukommen. Dann geht das Auto kaputt, dann werden die Steuern erhöht, dann wird alles teurer und irgendwie kommen aus dem System nie mehr außer. Und man kauft dann vielleicht, wenn man eine Familie hat, noch eine Eigentumswohnung oder ein Haus und man ist wirklich ein totaler Sklave und mich, muss ich sagen, mich amüsiert es ja schon, weil Leute noch immer glauben, sie haben ein freies, glückliches Leben. Natürlich haben sie es, aber nur, weil sie glauben, dass Konsum etwas mit der Verwirklichung eines Lebens zu tun hat. Und da muss ich wirklich nur grinsen. Und noch einmal, wir sind einen Schritt nur entfernt. Und warum sehen das die Leute? Bitte kommt her und erklärt mir, kleinen, bescheuerten Typ, warum ihr das denn glaubt, dass es so ist. Kommt doch her und erzählt mir, warum ihr euch da drüben beim Café zum Beispiel nicht angesprochen fühlt. Betrifft euch das nicht? Und dann ist das ja noch nicht einmal alles. Da gibt es auch die Kriegssituation im Süden Europas, in der Ukraine. Und alle tun so, als ob das überhaupt kein Problem für uns ist, weil uns betrifft das ja nicht. Wir haben ja unser Einkommen und was soll das in der Ukraine, die sind eh, weiß ich nicht, die sind so weit weg oder die Moslems, das sind sowieso Menschen, mit denen wollen wir wirklich zum Tun haben. Und wirklich schaut so aus, als ob alle Leute glauben, das betrifft sie nicht. Aber ich bin der Meinung, das wird nicht mehr lang so gut gehen und dann werden wir froh sein, die da in ein Netzwerk sind und denkst, ein bisschen über den Tellerrand ausgeschaut haben. So, okay, danke, Gratulation noch einmal allen, die da durchgehalten haben und bitte den nächsten Redner. Ich leide an Ebola, dann wären alle fluchtartig geflüchtet und der ganze Platz wäre leer geworden. Spaß, ja. Diese vorbereitete Ebola-Hysterie, die wir mittlerweile jetzt weltweit miterleben, dient der erstrebten, uneingeschränkten Weltherrschaft der USA. Sie schrecken vor gar nichts zurück, um dies zu erreichen. Mit den weltweiten Medien, die sie unter Kontrolle haben, gelingt es ihnen immer wieder, dieses Schreckensszenario auf uns aufzubauen. Hühner, Schweinepest und die Vogelgrippe, das war gestern. Heute ist es die Ebola. Wer erinnert sich noch an die Vogelgrippe 2003? Damals sprach man von H5N1-Virus, den aber keiner zu Gesicht bekommen hat. Alle Nachrichtensender der Erde redeten plötzlich davon. Man glaubte damals förmlich, das Ende dieser Welt ist herangekommen. Man machte damals die Vogelgrippe zur weltweiten Pandemie. Obwohl man scheinbar nur Laborberichte davon hatte und nur einen präparierten Vogel auffand. Es sind weltweit daran, oder was man dem zuschrieb, nur ca. 250 Menschen daran gestorben. An der normalen Grippe sterben jährlich mindestens 500.000 Menschen. Als 2003 die famose Vogelgrippe ausbrach, überfluteten uns die globalen Informationssysteme mit furchteinflößenden Nachrichten. Unmengen an beängstigten Alarmsignalen wurden ausgegeben. Unabhängige Ärzte kritisierten damals die mediale Berichterstattung und die Panikmacherei um diese Vogelgrippe sehr scharf. Der traditionelle Pharmaziekonzern Roche hatte von seinem famosen Tamiflu zig Millionen Dosen allein im Nahen Osten verkauft. Obgleich Tamiflu von zweifelloser Wirksamkeit war, kaufte sogar die britische Regierung 14 Millionen Dosen zur Versorgung für die Bevölkerung.
Auch Kärnten hat mit einigen Millionen Steuergeldern dieses Tamiflu und auch die Masken gekauft, die aber nur für die obersten Schichten bestimmt waren. Was ist inzwischen mit diesem Tamiflu passiert? Anscheinend hat man es irgendwo in einem Krankenhaus in einen Salat hineingemischt. Allein die Vogelgrippe hatte Roche und Relenza, den beiden Herstellern dieser antiviralen Produkte, unter Anführungszeichen, milliardenschwere Gewinne eingespielt. Zuerst mit den Hühnern, dann mit den Schweinen und zuletzt mit den Vögeln. Natürlich sind sie der Meinung, dass es diesmal mit der Ebola ebenso funktionieren wird. Ja, jetzt beginnt die Hysterie und die Ebola-Seuche erneut. Alle Nachrichtensender der Erde berichten plötzlich wie damals bei der Hühner-, Schweine- und Vogelgrippe nur mehr davon. Wenn sich einer weltweit irgendwo davon angesteckt hat, wird es sofort als Schlagzeile verkauft, um den Effekt einer Hysterie zu erzeugen. Warum berichten die Medien nicht, dass jährlich 2 Millionen Menschen an der Malaria sterben? Bitte, das Mikro. Millionen Menschen, Millionen Mädchen und Buben jedes Jahr sterben an Durchfallerkrankungen, die mit einer simplen isotonischen Salzlösung im Wert von 25 Cent ganz einfach behandelt werden könnten. An Masern, Lungenentzündung und anderen heilbaren Krankheiten sterben jedes Jahr fast 30 Millionen Menschen. Jetzt deshalb kritisieren die unabhängigen Ärzte, wie damals bei der Vogelgrippe, auch heute die mediale Berichterstattung und Panikmacherei um den Ebola-Virus. Es stecken wiederum dieselben Profiteure dahinter. Pandemie der Profitgier könnte man das bezeichnen. Immer mit demselben Muster gestrickt, die Angst im Nacken. Wie viele Milliarden werden sie wohl diesmal einspielen? Im Mittelalter bediente sich die katholische Kirche ebenfalls der Angst, indem man einige einfach beschuldigte und am Scheiterhaufen öffentlich verbrannt hatte. Und schon hatte man willige Zahler. Es ist immer dasselbe Spiel mit der Angst. Leider hat der Mensch viel zu viel Angst um sein Leben. Die Angst ist die Grundlage, mit der dieses System uns im Griff hat. Sollte einer sich davon befreien, dann hat er sich auch vom heutigen System der Knechtschaft befreit. Yes. Er wird ganz einfach immun dagegen. Das ist so, wie wenn ein Raucher das Rauchen aufgibt und gleichzeitig von diesem Laster befreit wird und danach wieder gut atmen kann. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Einigen von uns ist das schon gelungen. Warum wird erneut solch ein Rummel um die Ebola gemacht? Weil dies als Instrument für die Interessenten einiger weniger herhalten muss. Die französische Plattform Le Blanche Finance stellte fest, dass die Ebola-Epidemie sich weltweit seltsamerweise exakt in den rohstoffreicheren Ländern Afrikas ausbreite. Vor allem dort, wo der Westen sich mit dem Informationskonflikt mit China befindet. Deshalb drohen der Menschheit Kriege und sie werden kommen, wenn denen, die sie jetzt in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht sehr bald die Hände dazu zerschlagen werden, hat Bertolt Brecht einmal gesagt und das trifft heute umso mehr zu. Durch die Möglichkeit der Stimme und Gegenstimme ist es heute endlich soweit, dass die Krise in den Medien deutlich Gestalt annimmt. Ein riesiger, prachtvoller Glaspalast, der seit einem Jahrhundert auf einflussreichem Podest stand, beginnt jetzt zu zersplittern. Er bricht sogar auseinander. Warum? Ganz einfach, weil sein Fundament seit jeher instabil war. Der Sturz ist deshalb vorprogrammiert. Denn es fehlte von Beginn an der Wille zur reinen Wahrheit in der Journalistik. Nun fordern immer mehr Menschen von unseren Journalisten zumindest einen Tag der Wahrheit. Gerade am Beispiel der Ukraine-Russland-Berichterstattung werden die Medienlügen derzeit immer deutlicher. Einblick in die westliche Presse gibt uns nur einen Einblick dazu.
Das wird ganz aktuell den Russen, da wird ganz aktuell den Russen zum Beispiel eine biologische Kriegsführung unterstellt, und zwar mit dem Ebola-Virus. Krass. Bei dem deutschen Medium Die Welt Online lautete die Überschrift eines Artikels am 21. August wörtlich: Russland hat die Ebola zur Waffe gemacht. Weiters wird darin Russland unterstellt, schon zu Sowjetzeiten hatte Moskau eine geheimnisvolle Biowaffenkammer, entgegen aller weltweiten Absprachen und Verträge. Im Bericht heißt es weiter: Es gelang Russland, das Ebola-Virus waffenfähig zu machen, und deshalb ist es heute so gefährlich. Hier wird der Russe praktisch als Erfinder der Ebola gemacht. Die Presse, die Welt Online, verschweigt scheinbar bewusst, dass nur Amerika alleine das Patent auf Ebola hat und dieses sogar im Pentagon aufbewahrt wird. Die Regierenden der USA bestimmen zuerst, was aus ihrer Sicht ein universelles Menschenrecht ist oder was eine Pandemie ist, und achten dann als selbsternannter Weltpolizist darauf, dass dies auch penibel genau eingehalten wird. Alles andere wird wie damals, als sie die Indianer wie die Büffel abgeknallt hatten, aus dem Weg geräumt. Mit ihren Intrigen und Trickbetrügereien sowie mit ihren Geheimdiensten hatten sie bisher leider immer wieder Erfolg. Eines ihrer letzten Bemühungen und Aufbäumungen ist das sogenannte Freihandelsabkommen, was aber als Wort schon eine Lüge ist. Immer mehr Menschen und Gott sei Dank auch österreichische Politiker erkennen immer mehr ihre Ziele. Die USA hat dieses Spiel ausgespielt. Keiner will nach ihrer Pfeife mehr tanzen. Deshalb appelliere ich von dieser Stelle an dieses Land und vor allem an die Verantwortlichen dieses Landes: Sie mögen sich besinnen, dass wir nur eine Welt haben und nicht einmal diese gehört den USA. Amerika meint wohl, weil sie militärisch so stark ist, dass sie dadurch alles machen kann. Doch das gesamte militärische Potenzial auf dieser Erde ist Nichtigkeit gegen die Macht dessen, der sie gemacht hat. Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Das waren wieder ganz deutliche Worte, wie immer von dir, über die man nachdenken sollte. Und auch danke wieder für die Steilvorlage. Ich habe schon erwähnt heute, ich war ja auch auf dem Aktionstag hier in Kärnten gegen TTIP, TISA und CETA. Übrigens, an diesem Tag haben viele auch dem Todestag von Jörg Haider gedacht. 6 Jahre ist es nun her. Und da ist auch vieles im Dunkeln geblieben, wie wir alle wissen. Da ist auch viel verschwiegen worden, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Österreich wehrt sich, das ist richtig, gegen TTIP, aber vermehrt sind es Menschen von der Straße, die sich wehren, denn von der Politik kommt wenig. Herr Faymann hat es im Parlament offen gesagt, auch er hält von diesen Verträgen nichts. Warum macht er das nicht in Brüssel? Hier hört ihn Brüssel nicht. Das interessiert Brüssel offensichtlich auch nicht. Das gehört dort im Europaparlament deponiert. Ein klares Nein von Österreich zu diesen Freihandelsverträgen. Und ganz schlimm finde ich den Zusatz in diesen Freihandelsverträgen, egal welcher es ist, und das sind die Klagsrechte der Konzerne, die hier eingepackt wurden in geheimen Verhandlungen, die es den US-Konzernen auch über den Umweg Kanada, und deswegen ist CETA ja auch so gefährlich, ermöglichen. Ein Beispiel: Wenn Österreich sagt, wir wollen dieses und jenes Produkt nicht hier haben, weil die Inhaltsstoffe bei uns verboten sind, dann kann dieser US-Konzern klagen in Millionen- oder Milliardenhöhe, und da gibt es keinen Weg der Revision. Das ist in diesen Verträgen drinnen. Wollen wir das wirklich? Ich glaube nicht.
Es ist auch erstaunlich, was wir uns eigentlich alles leisten in Zeiten wie diesen. Wir leisten uns zum Beispiel eine EU-Kommission, zusammengestellt von einem Mann namens Jean-Claude Juncker. Die besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, einer hohen Repräsentantin oder auch Außenbeauftragte der EU genannt, 5 weiteren Vizepräsidenten und 20 Kommissaren. Ja, und jeder einzelne davon verdient im Schnitt fast 15.000 Euro, zusammengesetzt aus Diäten, steuerfreien Kostenpauschalen, und pro Sitzung gibt es noch einmal drauf, egal ob man da ist oder nicht, 284 Euro als Zuckerl. Das ist übrigens mehr, als die Frau Merkel netto verdient. Da sollte man sich vielleicht auch einmal überlegen, ob da nicht ein bisschen eine Schieflage entstanden ist mittlerweile in der EU-Politik, was diese Gehälter betrifft. Der Max hat es heute wieder ein bisschen kritisiert auch. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Ich freue mich über wirklich jeden einzelnen von euch. Aber um einen Schulterschluss für einen globalen Frieden wirklich zustande zu bringen, müssen wir mehr werden. Warum funktioniert es zum Beispiel am Münchner Oktoberfest, wo sage und schreibe 6,3 Millionen Besucher da waren und, wenn ich es richtig recherchiert habe, 6,5 Millionen Maß Bier getrunken haben? Dann kann es doch nicht so schwer sein, sich in seiner Stadt hinzustellen, um für den Frieden aufzustehen. Auf der anderen Seite haben wir alleine in Europa 5 Millionen Jugendliche, die keinen Job haben. Was macht das EU-Parlament? Es gibt einen Topf von etwa 6 Millionen Euro. Der wird nicht angerührt. Das Geld bleibt liegen. Wofür? Das ist hier die Frage. Auf der anderen Seite gibt es aber, und das hat mich sehr erschreckt, ein Ja zu den Subventionierungen der AKWs in Großbritannien. Dort stehen 8 riesige AKWs. Wollen wir wirklich wieder mit der Atomkraft uns herumstreiten? Warum gehen wir nicht zurück zur Natur? Es ist erwiesen, dass die Atomkraft nicht nur schädlich ist für die Umwelt, sondern auch teuer. Teuer nämlich, wenn man vergleicht, eine Kilowattstunde Atomstrom kostet im Schnitt 11 Cent. Ich rede jetzt aber vom Anfangstarif. Bei der Wasserkraft sind es 3,6 Cent und bei der Windkraft 9,3 Cent. Also man will uns nicht nur das Geld aus der Tasche ziehen, man will uns auch sukzessive, kleinweise in eine Krankheit treiben, weil AKWs sind nicht gesund. Das kann mir keiner erzählen. Und für das werden Milliarden an Subventionen von der EU gut geheißen. Was läuft da falsch? Ja, und dieses Beispiel kann Schule machen. Wir haben ja auch grenznahe AKWs wie Demelin zum Beispiel, wie Mochovce. Die könnten doch auch auf den Gedanken kommen, EU-Subventionen zu fordern. Was ist, wenn auch diese Subventionen geleistet werden? Sperren diese AKWs dann wieder auf, nehmen ihren vollen Betrieb auf, in unserer Nachbarschaft? Also bitte, keiner darf sagen, das geht uns alles nichts an. Das kann bei uns auch wieder so eintreten. Österreich war übrigens dagegen. Das hat mich sehr gefreut, dass es wenigstens hier noch Hoffnung gibt, wenn man auf unsere Politik schaut. Denn wie gesagt, wir dürfen nicht nur auf uns schauen, sondern auf unsere Kinder und die Nachkommen unserer Kinder. Das ist ganz wichtig. Und ich appelliere deswegen auch an die Verantwortlichen. Steht auf! Ich möchte auch heute die Gelegenheit nutzen, um mich bei 3 Menschen zu bedanken. Ihr kennt sie sicher alle, zumindest 2 davon aus den Medien. Und das hat mich schon sehr berührt. Die eine ist 17 Jahre alt, kommt aus Pakistan und heißt Malala Yousafzai. Und endlich einmal, wo ich auch ruhigen Gewissens sagen kann, endlich einmal ein Mensch,
der den Friedensnobelpreis wirklich verdient hat. Ihr wisst alle die Geschichte, Malala ist von den Taliban vor 2 Jahren in den Kopf geschossen worden, weil sie sich für Rechte der Frauen und Jugendlichen einsetzt, vor allem in der Bildung. Sie musste mittlerweile auch ihre Heimat verlassen, lebt in England, geht dort zur Schule. Und zeitgleich mit ihr hat Kalash Satyarthi aus Indien, ein 60-jähriger Kinderrechtler, diesen Friedensnobelpreis bekommen. Und das Interessante dabei ist, dass diese beiden Länder leider noch immer verfeindet sind. Aber beide stehen für dieselbe Sache ein. Also es ist auch möglich, wenn die Administrationen von 2 Ländern der Meinung sind, dass man den anderen als Feind betrachten muss, dass das Volk es vorzeigen kann, wie es anders geht. Ich danke Malala Yousafzai für ihren Einsatz. Ihr Buch ist übrigens auch schon erschienen, das heißt, ich bin Malala. Da kann man ihre Lebensgeschichte nacherzählen. Und der Mann aus Indien heißt Kailash Satyarthi. Vielen Dank euch beiden für einen tollen Einsatz für die Rechte der Kinder. Und ein Mann, der mich auch fasziniert hat bei meinen Recherchen, den werden vielleicht nicht viele oder vielleicht überhaupt niemand kennen. Der Mann heißt Robert Hamill, ist US-amerikanischer Staatsbürger und war zu Besuch in Deutschland auf einer Mahnwache. Dort hat er gesprochen und ich zitiere ihn, er hat dort einen Satz gesagt: We want to try bring the Mahnwache to the United States. Wir wollen versuchen, die Mahnwache in die Vereinigten Staaten zu bringen. Und es gibt auch schon 4 Standorte, wo sich die Menschen zu einem Schulterschuss treffen werden für den globalen Frieden. Und zwar in San Diego, in Los Angeles, in Dallas und in Albuquerque. Das sind gute Nachrichten. Ja, und noch etwas Regionales. Das Bundesheer ist in aller Munde. In den letzten Wochen gab es viel Negatives zu berichten. Und ich möchte nur einen Teil daraus greifen, weil es mich schon sehr bedrückt, dass unsere Waffensysteme beim österreichischen Bundesheer veraltet sind, brauche ich wohl niemand mehr erzählen. Das ist vielleicht auf der einen Seite ganz gut so, denn ich bin der Meinung, wir brauchen überhaupt keine Waffen. Aber was ist mit der Katastrophenhilfe? 80 Millionen Euro müssten aufgewandt werden, um alle Black Hawk Helis ein Update zuzuführen. Und diese Softwareerneuerung, wenn sie nicht bis 2016 durchgeführt ist, wird es keinen Betrieb mehr geben, dieser Black Hawk Helikopter. Und die sind angeschafft worden seinerzeit, ihr werdet euch erinnern an dieses schreckliche Lawinenunglück in Galdür, wo das Bundesheer hervorragende Arbeit geleistet hat. Diese jungen Männer sind in der Mehrzahl Männer, die gar nicht schießen wollen. Die wollen den Menschen helfen. Die wollen auch nicht in den Krieg. Und es wäre bitterböse und jammerschade, wenn dieser Katastrophenschutz unterwandert würde, weil die Sparpolitik in Österreich, was das Bundesheer betrifft, völlig falsche Wege geht, meines Erachtens. Denn was würde das alles bedeuten? Es wäre ein Ende der Mobilität für die Hilfskräfte, nicht nur bei Lawinenabgängen, sondern auch bei Waldbränden, bei Überflutungen, bei der Sandsacktransportage über gebirgiges Gelände oder in gebirgiges Gelände, in unwegsames Gelände. Davon betroffen wären auch 3 Herkules-Transportmaschinen, Baujahr 1967. Die sind 2 Jahre älter als ich. Also jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie die ausschauen. Ab 2020 wird es auch 24 Alouette 3 Helis betreffen. Die hätten dann definitiv das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Und dieses Bundesheer wird von unserer Politik kaputt gespart.
Ich bin einverstanden, wenn wir überall die Soldaten abziehen aus den Krisengebieten, aber ich bin nicht einverstanden damit, dass der Katastrophenschutz, den das Bundesheer wirklich in toller Arbeit hier zur Verfügung stellt, mit Menschenhänden, auch mit dem technischen Know-how und mit Experten zugrunde gespart wird. Auf der anderen Seite wird von Kärnten oder vorwiegend von Kärnten verlangt, dass man 500 Millionen Euro aufbringt, um die leidige Sache mit der Hypo aus der Welt zu schaffen. Das sind wir alle hier. Wir alle. Das kann ich nicht verstehen. Und noch ein Wort zur Arbeitssituation. Ich habe es schon gesagt, 5 Millionen Jugendliche haben keine Arbeit in Europa. Ich möchte hier auf die Region Bezug nehmen, und zwar in Kärnten. Habt ihr gewusst, dass es rein, wenn man jetzt die Statistik anschaut, so ist, dass alle Frauen ab dem 10. Oktober gratis arbeiten? Warum ist das so? Weil die Frauen, und ich habe das gut recherchiert, in Kärnten 21,9% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Wo ist da die Gleichberechtigung, liebe Herren in der Politik und Wirtschaft? Es wird überall vom Gendering gesprochen und von der Gleichheit und von der Gerechtigkeit. Ich sehe diese Gerechtigkeit nicht, gerade auf so einem wichtigen Bereich wie dem Arbeitsmarkt. Dasselbe gilt übrigens für Senioren und beeinträchtigte Menschen, denen immer mehr aus der Tasche gezogen wird, die immer mehr selbst für ihre Heilbehelfe aufkommen müssen. Und das ist eine bodenlose Sauerei. Ich habe ein paar Zahlen auch mitgebracht. Spitzenreiter ist Spital an der Drau mit 30% Unterschied bei gleicher Tätigkeit zwischen Mann und Frau. Dahinter kommt schon Villach mit 25,5% und Villach Land ebenfalls mit 25,5%. Und wir in Klagenfurt müssen sich nicht rühmen. Wir sind zwar Schlusslicht, aber 18,6% Differenz ist ebenfalls noch viel, viel zu hoch. Zwei Sachen habe ich noch, und zwar Termine, die schon hinter uns liegen. Der 3. Oktober war der Tag der Wahrheit. Es ist heute auch schon angesprochen worden, wo man die Journalisten aufgefordert hat, für einen Tag einmal die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, einige haben sich daran gehalten, die Mehrheit glaube ich nicht. Wenn ich so die Zeitungen durchstöbere oder auch im Internet recherchiere, wo man wirklich gute Informationen herkommt, ihr könnt das selber nachprüfen. Die wirklich wichtigen Dinge stehen nicht in unseren Zeitungen, die wir jeden Tag vielleicht per Abonnement nach Hause bekommen. Das ist leider so. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändern wird. Und ein ganz interessanter Aspekt dabei, das habe ich auch nicht gewusst, vor kurzem wurden alle Abteilungsleiter des Spiegels entlassen. Warum das wohl? Waren da wohl einige dabei, die die Wahrheit einmal sagen wollten? Das mutet sehr, sehr komisch an, denn davon gibt es natürlich in den Medien auch keine Berichte. Das hat Dr. Berger, ein Mann, der es wissen muss, der sich mit dem Journalismus auskennt, in Deutschland auch auf einer Mahnwache haarklein erklärt. Ihr könnt das im Internet nachschauen. Und zu guter Letzt, am 4. Oktober war Welttierschutztag. Ich möchte hier an dieser Stelle nachträglich allen, die sich für den Tierschutz und für die Tierrechte in Österreich einsetzen, herzlich danken. Die Tiere sind noch immer Ware in Österreich, die muss am Ende bereitet werden. Wir haben gerade in Kärnten wieder massive Probleme mit Tierquälereien, auch davon sehr wenig in den Medien. Vorwiegend betrifft es Katzen, Hunde und Pferde, die oft aufs Bestialischste gequält werden. Und die Tierschützer kommen kaum nach, hier diesen Tieren ein schönes Leben zu ermöglichen. Und da rede ich jetzt nicht von der Massentierhaltung, das werde ich ein anderes Mal tun. Ihr wisst alle, dass die Massentierhaltung
irgendwann einmal auch unser Tod sein kann oder wird, wenn es so weitergeht. Denn wer seine Tiere schlecht behandelt, der behandelt sich auch selbst schlecht. Und jeder, der vielleicht schon seine Ernährung umgestellt hat, wird mir beipflichten. Liebe Grünpolitiker, liebe Umweltpolitiker in diesem Land, engagiert euch bitte endlich mehr für die Tierrechte und für den Tierschutz in Österreich. Denn was da wieder passiert, was da auch teilweise verleugnet und abgestritten wird, das ist wirklich unerträglich. Und wenn wir mit unseren Ressourcen so umgehen, mit Tier, mit Pflanzen, mit der Umwelt, dann sehe ich wirklich kein Licht. Wo ist die Grünbewegung? Wo ist die Grünbewegung? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und für euer Kommen. Und vielleicht ist der eine oder andere noch da, der sprechen möchte. Wer hat was auf dem Herzen? Der Markus. Ich wollte noch schnell sagen, es ist noch nicht das Ende, es kann auch jeder gern rauskommen. Ich will noch sagen, ich muss heute leider ein bisschen früher gehen, ich habe einen wichtigen Termin. Aber ganz was Wichtiges will ich noch sagen, bis 27. Oktober sind wir fix da. Danach läuft das Ganze mit Christkindlmarkt und so weiter. Und wir sind gerade dabei zu schauen, wie es weitergeht. Das kriegt jeder dann natürlich mit. Das müssen wir noch schauen. Aber auf jeden Fall wichtig, aber bis 27. sind wir da. Und da mag ich echt einmal Danke sagen der Polizei und den alle, was da mitverantwortlich sind, dass wir da sein haben dürfen. Es ist echt nicht selbstverständlich. Ja, danke. Und egal wie es weitergeht, ein wichtiger Termin. Am 6. Dezember fahren wir außer zur globalen, würde ich schon sagen, zur europaweiten Montagsdemo. Also globale 6. nach Wien und einfach zu uns kommen und reinmachen gemeinsam. Das ist, glaube ich, ein Samstag und da ist in Wien, wird ganz viel los sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Was sage ich noch zum Abschluss? Gibt es da Busse, wie kommen wir raus? Müssen wir schauen, mal mit den Autos rausfahren. Wer halt mag, ist ganz frei. Wir treffen uns dann auch bei Augustin. Jeder, was mag, kann gerne umkommen. Es ist immer super, da reden wir einfach gemeinsam. Das ist ganz schön. Das rauscht schon. ich will einfach nochmal sagen, danke für jeden Einzelnen, der was wirklich das macht auf der ganzen Welt. Da jetzt halt einfach umzustellen für Dinge, die was einfach nicht in Ordnung sind. Das ist nicht selbstverständlich. Danke für ganz viele Leute, die sich total da eingeben in die ganzen Sachen, wo so viele Dinge machen, wo oft her die ganze Nacht machen einige Leute durch und kopieren Sachen und teilen überall aus. Bleiben wir einfach dran. Mir fällt es gar mal auch schwer, aber wir bleiben einfach gemeinsam dran. Wir schaffen das, das wird möglich sein, egal wie. Aber ich glaube einfach, es ist das Dranbleiben. Aber was dazwischen aber nicht so gut ausschaut, dass wir einfach da gemeinsam dranbleiben und dass wir uns gemeinsam auch verändern dürfen. Vom Herz her, dass wir nicht irgendwie getrennt werden durch irgendeine Dinge. Das ist das Wichtigste zur Zeit. Genau. Danke. Findet sich wirklich niemand, der sprechen möchte. Das finde ich schade. Aber ich habe immer genug Material mit für solche Fälle. Und ein ganz ein heikles Thema, das auch kaum angesprochen wird, im Gegenteil, das wird tabuisiert, das ist die Pädophilie. Der Kindesmissbrauch, die Frühsexualisierung unserer Kinder schon vom Kleinkinderalter an. Und da hat es vor kurzem in den letzten Tagen einen Zusammenschluss von 53 Nationen gegeben, die in Pennsylvania eine Taskforce gebildet haben, Da soll auch eine Software entwickelt werden, die kinderpornografisches Material als Virus erkennen soll und das auch selbstständig darauf reagieren kann für jemanden, der diese Dinge nicht auf seinem Computer haben will, und das geht heute ganz schnell. Diese Taskforce ist also in Vorbereitung und unter anderem mit dabei ist Emily Wecher, die Facebook-Chefin. Also es wäre wirklich ganz wichtig, dass sich hier alle sozialen Netzwerke zusammentun und gegen diesen Missbrauch, vor allem im Internet, wo man ja wenig dagegen tun kann als Laie, sich wehren. Also das ist einmal etwas Positives, dass hier ein Schulterschluss stattfindet von Menschen, die so etwas verabscheuen
und dem muss der Kampf angesagt werden. Mit friedlichen Mitteln. Es gibt heute Technik, die es möglich macht, dass man sowas aus dem Internet verbannt, wenn man das will. Aber es gibt ja Leute bis in die Hochfinanz und Hochpolitik hinauf, wo man immer wieder von Missbrauchsfällen hört, wo natürlich auch in den Medien nichts steht. Heute habe ich auch zwei Verbraucherinfos mitgebracht. Ganz interessant, wir werden ja nicht nur in den Medien belogen, sondern offensichtlich auch von der Wirtschaft. Und es gab zuletzt einen Test europaweit, was Babyphones anlangt. Und das ist für alle Familien natürlich ganz interessant. Und da sind wirklich von 16 Babyphones 12 durchgefallen. Und zwar, weil sie ohne Pause senden auf der einen Seite oder weil sie ganz einfach falsch oder gar nicht reagieren. Das kann mitunter wirklich lebensbedrohlich sein. Vor allem für die Babys. Und zwar funktionieren viele dieser Geräte auf elektromagnetischer Strahlung, die auch natürlich die Gehirnströme beeinflussen können. Das wird in den Beschreibungen natürlich nicht dabei stehen. Es erhöht das Krebsrisiko, auch das ist fundiertes Wissen, das man nachlesen kann. Und es gibt ein Gütezeichen, das nennt sich Blauer Engel. Und das ist mittlerweile das einzige Gütezeichen, das von allen anerkannt wurde als Sicherheit für all jene, die sich in diesem Dschungel überhaupt nicht mehr auskennen. Und eine ganz interessante Information für alle Autofahrer. Es gibt offensichtlich einen massenhaften Betrug, vor allem bei Neukauf, wenn man sich ein Auto neu kauft. Und zwar, was den Verbrauch betrifft. Alle Autofahrer in Österreich werden mir beipflichten, wenn ich sage, die Autofahrer sind auch eine Gruppe, die sich zu Recht als Melkkühe der Nation sehen. Die müssen immer mehr bezahlen, damit sie ein Auto besitzen können, das sie vielleicht erst dann besitzen, wenn sie es abgezahlt haben. Da spreche ich jetzt die Menschen an, die das nur über Kredit zu Wege bringen, weil sie sich sonst nicht leisten können, aber ein Auto brauchen, um mobil zu sein. Und im Schnitt ist ausgerechnet worden, dass ein Drittel mehr Verbrauch sowohl bei Benzinern als auch bei Diesel betriebenen Autos im Endeffekt hinten herauskommt, als in der Werbung den Menschen suggeriert wird. Und es werden sehr viele alte Tests verwendet, das wissen die Menschen natürlich nicht. Ein paar Eckdaten, was den Normverbrauch hier betrifft. Da werden zum Beispiel bei der Probefahrt Autos verwendet, wo Spezialöle und Spezialreifen verwendet werden. Es wird keine Batterieaufladung stattfinden bei diesen Testfahrten. Die Bremsen werden mitunter verändert, damit keine zu hohe Reibung entsteht. Und die Tests werden fast immer nur bei Idealtemperatur durchgeführt. Also da werden die Menschen ganz schön in das Licht geführt. Und die leichtesten Modelle werden in der Regel geprüft. Da werden alle Extras ausgebaut, damit die Autos nicht so schwer sind. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, für jeden Autofahrer auch gut zu wissen, wenn man in der nächsten Zeit ein Auto anschaffen möchte, wie man auch hier belogen und betrogen wird. Ja, zum Abschluss möchte ich den Dieter bitten, dass er uns vielleicht noch ein bisschen Musik macht. Ich danke euch für euer Kommen. Ich möchte mich im Namen der Montagsharmonie Klagenfurt bei euch bedanken für euer Erscheinen. Ich hoffe, ihr tragt ein bisschen was mit in eure Familie, in euren Freundeskreis. Und noch einmal, wir treffen uns jetzt beim Augustin für ein gemütliches Beisammensitzen. Wir können gerne auch diskutieren, ihr könnt Fragen stellen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt es aber auch nutzen, um ganz einfach nur in Ruhe zu essen und zu trinken. Ganz wie euch das beliebt. Wir wollen diesen Abend schön und ruhig ausklingen lassen. Und noch einmal
ein herzliches Dankeschön an euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt eine schöne Zeit in der nächsten Woche. Wiederschauen. Bravo!